Jetzt hat es ein Veganer, der hauptberuflich Tierschützer ist, dahin philosophiert auf seiner Homepage, dass Almen total schlecht sind. Er schreibt da zum Beispiel, er war wandern und es war praktisch unmöglich, mit der kleinen Tochter und seinem uralten Hund auch nur ein bisschen zu wandern, ohne auf Kuh- oder Ochsenherde zu treffen. Zusätzlich war alles zugeschissen. Er konnte sich nirgends hinsetzen und nicht mal seinen Rucksack abstellen vom Gestank und der Fliegen ganz zu schweigen. Er behauptet nachher weiter, Almen töten Menschen. Wiederholt sind auf Almen in den letzten Jahren Menschen von Rindern zertrampelt und getötet worden. Er behauptet auch, dass Rinder beim Anblick seines Kleinkindes ebenfalls aggressiv wurden und deswegen wird so eine Wanderung mit einem Kleinkind zum Spießrutenlauf. Gut, in einem anderen Beitrag hat er erwähnt, dass er seinen uralten Hund mitnimmt. Das hat er jetzt da schön weggelassen. Weiter sagt er, weiter sagt er auch ein Bild von seinem zweijährigen Kleinkind. Das ist ein halben Meter vor einem Weidezaun, dahinter zwei Kolmen mit Horn. Gut, andere Sache ist natürlich, das Kind wird sich in 15 Jahren sicher bedanken, wenn der Vater es im Internet umzeigt, aber bitte, es ist natürlich gefährlich, ein kleines Kind allein vor die Viecher rum. Ich weiß nicht so recht, ja. Weiter sogar, Almen sind kein Naturraum. Sie entstehen durch Rodung, oft durch Brandrodung. Das kann gefährlich werden. Regelmäßig sterben Menschen in Lawinen auf Almen, wie zum Beispiel letzten Winter, als Ski- und Schneeschuhwanderer unter Lawinen gekommen sind. Man, es ist natürlich tragisch, wenn Menschen durch eine Lawine sterben, aber ja, es zwingt halt leider niemanden, eine Skitour zu gehen oder eine Skiwanderung. Nach dem Motto darfst du das Skigebiet auch keines mehr aufsperren. Ja, es ist einfach gut. Er setzt auch Almen gleich mit dem Abbrennen vom Regenwald im Amazonas. Ja gut, wer kennt sie nicht, gell? Die Brandrodungen im Mölltal, wo zigtausende Menschen aus ihren Wohnungen vertrieben wurden. Es ist in den letzten 100 Jahren mir kein Fall bekannt, wo irgendeine Alm durch Brandrodung entstanden ist. Aber gut, was weiß ich als dummer Bauer schon. Dann sogar noch, auf Almen leben Rinder oft über 100, was auch immer das heißen soll, und die hinterlassen ihren Kot. So eine Kuhflade ist sehr rutschig wie eine Bananenschale. Eine Freundin von mir ist auf eine solche Kuhflade getreten und hat sich dabei den Meniskus zerstört. Sie bekam ein Keramikknie. Ja, hoffentlich ein veganes. Mann, da fällt mir ein Witz ein, gell? Geht der Burgenländer auf der Straße, circa 5 Meter vor ihr meine Bananenschale und sagt, au weh, in 10 Sekunden werde ich auf die Pappen fallen. Ja, Almen sind oft abgezäunt. Das soll verhindern, dass die Rinder von einer zur nächsten Alm wechseln und sich dadurch mischen. Diese Zäune sind nicht selten mit Stacheldraht versehen. Eine Wanderkollegin stach sich einmal ein solches verschmutztes Drahtstück in den Oberschenkel, sodass sich eine Blutvergiftung entwickelt. Vielen Dank, liebe Almbauern. Gern geschehen. Ein weiterer Freund von ihm hat Wasser aus dem Bergbach getrunken und danach war er krank, weil die Kühe oben ins Wasser eine geschissen haben. Ja, gut, hat sicher gut geschmeckt. Ich würde jetzt nichts über seine Freunde sagen, aber ja. Weiter sogar, Almen fördern die Erosion. Der Almrasen ist so dünn, wenn man da mit Bergschuhen rauftritt, führt das zu Hangrutschungen. Hier aufpassen, gell, sonst dann liegen wir unten im Tal alle miteinander. Almzäune zerschneiden Lebensräume. Wildtiere laufen im Dunkel gegen den Stacheldraht. Einmal habe ich gesehen, wie ein Reh so schnell in einen Almzaun gelaufen ist, dass es sich das Genick gebrochen hat. Mal interessanterweise hat er davon kein Foto gemacht, sonst macht er gern Videos von diesem Reh, das einen Genickbruch durch einen Stachel hat. Ja, Almen haben überdüngte Böden. Auf den Almen werden deutlich mehr Tiere gehalten, als die Natur an Kot verträgt. Ich kann jetzt eins sagen, auf der Alm liegen weniger Kurfladen als in manchen Städten Hundewurzel. Ja. Almen schädigen das Klima, Almen vernichten Wald, Almen erfordern Forststraßen, weil die faulen Bauern nicht zu Fuß auf die Alm gehen wollen. Almen verseuchen Quellwasser, Almen produzieren massenweise Fliegen. In Rumänien die Almbauern sind viel klüger, bla 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 und so weiter und so fort. Ich habe mal lang gedacht.
Soll ich auf den Schmarrn reagieren? Muss ich auf jeden reagieren, der irgendwo was daher philosophiert? Ja, eigentlich will er nicht, aber ich habe das ein bisschen länger angeschaut und ich habe ihn gesehen. Er schreibt jeden Tag auf seinen Blog, jeden Tag auf Twitter, auf Facebook. Er wird eingeladen von den Medien, in Radiosendungen, er wird von Zeitungen interviewt. Und da muss ich jetzt dann schon einmal kurz Stellung beziehen. Dann hat er auch noch sehr viele Anhänger, die ihm blind vertrauen. Und was da teilweise bei ihm auf Facebook kommentiert wird, ist wirklich grandios. Eine Irene M. schreibt: Man kann auf Almen keine Heilkräuter mehr sammeln, da die Böden aufgrund der Überweidung mit Ammoniak voll sind. Andere schreibt: Für den Planeten wäre es gut, wenn die Almen zuwachsen würden. Andere schreibt: Danke, dass es Menschen wie Sie gibt, die uns mit solchen Informationen versorgt, die man sich in den ärgsten Träumen nicht vorstellen kann. Wenn viele sowas wissen, dann wird sich doch einmal was bewegen. Nur zusammen sind wir stark. Der andere schreibt: Wie im Yellowstone-Nationalpark vor 20 Jahren. Erst negativ reden, ohne Ahnung, und jetzt ist alles besser. Dank dem Wolf sogar die Wasserqualität. Der andere schreibt: Ich bin ebenfalls für natürliche Bewaldung samt CO2-Speicherung, die Selbstbeweihräucherung für vermeintliche Landschaftspflege samt Vermarktung der Tiere unter einem tierleidfreien Label ist ein Hohn. Und dann ist natürlich noch eine gute alte Bekannte von mir, wegen der ich vor 2 Jahren schon einmal ein Video machen durfte. Die schreibt zum Beispiel: Ich kann den Text von M. nur voll und ganz zustimmen. Die einseitige, somit alle, die von den Medien und Landschaftsvertretungen überall der Öffentlichkeit suggeriert wird, habe ich ebenfalls bis zum Kragen satt. Menschen, die sich sehr viel ruhig und bescheiden in der Natur bewegen, werden von der Biofleischproduktion am Berg total in die Enge getrieben. Die Natur wird missbraucht und am Ende wird die Viehzucht noch als ideal und idyllisch beworben. Es geht nur um bessere Vermarktung der tierischen Produkte, Bequemlichkeit bei der Betreuung der Tiere und Ausbeutung aller Ressourcen. Ohne Viehzucht am Berg wäre der Natur wohl besser geholfen und wenig informierte und erfahrene Bergbesucher könnten in Ruhe in der Natur ihre Mitte erleben und das erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist. Zu dieser Dame muss ich noch kurz was sagen, ich habe da ein bisschen recherchiert. Die kommt wirklich aus Wien, hat in Oberkärnten einen Zweitwohnsitz gekauft. Dieser Zweitwohnsitz befindet sich an einem wunderschönen See. Das ist quasi ein Betonbau. Vor ein paar Jahren haben sie da einen wunderschönen kleinen Wald gerodet, in Hang reingeklatscht, außer gesprengt, eine betoniert. Die Dame fährt jetzt wochenends daher, wohnt in dieser Wohnung, fährt dann auf die Almaue, geht um spazieren und beschwert sich, dass die Kühe die Natur zerstören. Ich möchte jetzt zu diesem veganen Tierschützer gar nicht mal so viel sagen. Ich habe bemerkt, man kann mit dem nicht diskutieren, wenn man irgendwo schreibt bei ihm, dann reagiert er aggressiv. Was mir halt aufgefallen ist, er hat auf Twitter geschrieben, zu den Almen: Gar nicht bewirtschaften, lassen wir die sensible Bergwelt den Wildtieren. Wir brauchen Natur statt Kulturlandschaften. Er träumt davon, dass die Menschen in den Megacities leben und quasi der Rest soll verwalten. Denjenigen, die für Gegenargumente noch offen sind, möchte ich noch kurz was erklären. Wir haben in Österreich kein Waldsterben. Österreich wächst quasi zu, und zwar jährlich 3400 Hektar Wald wächst zu. Also es wächst mehr nach, als wir nutzen. Und auf Deutsch gesagt, für Stadtleiter sind circa, wie viel sind denn das? 4700 Fußballfelder wachsen in Österreich zu. Und da rede ich jetzt nicht von diesen sogenannten Fichten, Monokulturen, Mischwald. Alles, Bipapu, Lärchen, Birken, Buchen, alles. In Österreich gibt es über 8000 Almen. Über 300.000 Rindern leben im Sommer auf Almen. Dann noch 115.000 Schafe, 10.000 Ziegen, was weiß ich, was alles mögliche noch. Sogar Schweine leben mittlerweile oft auf Almen. Eine Kuh bzw. pro GVE ist 1,14 Hektar Almfutterfläche da, beziehungsweise pro GVE haben wir 3,4 Hektar. Auf Deutsch gesagt, eine ausgewachsene Kuh hat 3,4 Hektar alleine nur für sich. Wahrlich, wirklich, Massentierhaltung bis zum geht nicht mehr. Ich finde es ja irgendwie eigenartig. Gerade diese Leute beschweren sich, wenn die Viecher im Stall gehalten werden. Da schreien sie: Massentierhaltung, Tierquäler.
treibt man ein Viecher auf die Alm auf, dann ist es auch wieder nicht recht. Dann zerstören die Tiere die Umwelt. Auf einer durchschnittlichen Almfläche kommen zwischen 30 und 50 unterschiedliche Pflanzenarten vor. Für zahlreiche Arten wurde durch die Almwirtschaft erst Lebensraum erweitert, wie zum Beispiel den Frauenschuh, das Alpmurmeltier oder die Zotelnase. Geht die Kuh von der Alm, kommt der Wald. Jetzt werden einige Spezialisten sagen, ja super, das wäre ja toll, aber man muss bedenken, wenn Viecher weggehen würden, würde die Alm zurückgehen und das würde eine Veränderung der Biodiversität bedeuten. Ja, ein Rückgang der Fläche würde auch einen Rückgang mehrerer Arten bedeuten. Es würde eine Vereinheitlichung der Vegetation und einen Rückgang der Struktur und Artenvielfalt bedeuten. Almen haben eine Schutzfunktion. Ein Zurückgehen der Almen würde eine Zunahme von Lawinen, Muren und Hochwassern bedeuten. Gepflegte Almweiden haben einen Einfluss auf das Wasserspeichervermögen und auf das Abrinnen bei erhöhtem Niederschlag. Zum Thema Überdüngung ist eigentlich ein kompletter Blödsinn. Weder hier noch sonst irgendwo haben wir eine Überdüngung von den Almen. Weder aus der Literatur noch aus der Befragung von Experten konnte nur ein konkreter Fall bestätigt werden, wo eine Almwirtschaft eine Ortschaft gefährdet. Ehrlich gesagt, schön langsam kotzt mich das alles an. Wir Bauern haben niemanden was getan. Ja, wir pflegen die Almen mit Liebe, ja, und aus Leidenschaft. Kein Almbauer wird reich von dem, was er macht. Und trotzdem kommen dann irgendwelche selbsternannten Experten daher, beschimpfen uns als Naturzerstörer, als Tierquäler, als was weiß ich was alles. Das haben wir uns nicht verdient und das ist einfach eine Frechheit sondergleichen. Sucht euch bitte gar schön einen anderen Opfer, denn das, was ihr macht, ist einfach nur Hetze. Du, schau zu mir. Siehst du's? Ist schön, oder? Und warum ist das so schön? Weil die Leute, die da wohnen, seit Jahrhunderten diese Landschaft pflegen und erhalten. Wer Almen für das Guantanamo von Österreich hält, wer der Meinung ist, Almen sind gleich schädlich wie das Abholzen des Regenwaldes. Wer sagt, Bauern sind dumm, wer der Meinung ist, die Bauern sind faul, obwohl sie sich den Arsch aufreißen, um das hier zu erhalten. Wer der Meinung ist, die Wölfe sollen ruhig die Schafe und Rinder alle killen und trotzdem jedes Wochenende mit seinem Hund auf die Almen herumkraut. Ich habe eine Bitte an euch. Bleibt einfach daheim. Es wird euch keiner vermissen. Mir ist klar, dass mir jetzt viele Menschen kritisieren werden, ist mir bewusst, aber ist mir wurscht. Da wird schon der berühmte Philosoph Toni Polster gesagt, was kümmert es dem Mond, wenn ein Hund ihn anbellt? Vierdenk.